Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Oktav, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Lass mal nicht auf die Wand stellen! Geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Nein. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Kann ich dir am Telefon nicht sagen. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Verrat! Ich verliere meine Akademie. Ich brauch 200 Liter Benzin. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Verräter! Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten? Ich habe meinen Gefechtsstand! Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben! Ich habe den Gefechtsstand nicht verlegt! Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ich stehe 1000 Meter vorm Feind! Die kommt eiskalt niedergeschlagen. Der Russe steckt 12 Kilometer vorm Stadtkern. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Schenk. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Ich fürchte, das wird schwierig. Hier wurde alles evakuiert. Mein Adjutant und ich sind die Einzigen hier im Hauptamt. Alle anderen sind weg. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ja, Internist. Ist der Russe schon so nah? Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht? Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten? Dieser Versager, dieser Schmarrn. Ich bin hier im Bunker der neuen Reichskanzlei an der Poststraße. Der Führer hat mich zum Kampfkommandanten des Regierungsviertels ernannt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Hören Sie, requirieren Sie irgendein Fahrzeug und bringen Sie alles an Medikamenten, Morphium, Penicillin, Verbandzeug, alles, was Sie unterwegs finden können, hierher zu mir. Ist der Russe schon so nah? Sie sind doch Arzt. Danke, beeilen Sie sich. Unerhört! Nur um zu lernen, wie man besser Gabel hält! Wie kannst du sowas nur sagen? Wo bist du überhaupt? Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Weiß meine Schwester, wo du bist? Es ist mein Wille! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. So, in unserem Staat möglich gemacht! Eins für jedes reicht. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Nicht unnötig viel nachgewandt, das ist jetzt nicht mehr nötig. Bis gleich. Herr Minister. Junge, nachher kommt meine Frau mit den Kindern. Bitte seien Sie so gut und nehmen Sie meine Familie in Empfang. Diese Männer haben weder Erfahrung im Häuserkampf noch geeignete Waffen. Stehen! Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Überleg sie, ich rufe wieder an. Fliegerei! Das heißt unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!